Dann darf ich vorstellen, das Projekt heißt DBEP. Hier sind Leonie und Elia. Okay, also, wir haben hier einen Knopf. Okay, er hat gerade beschlossen. Okay, hat gerade beschlossen, dass er gerade keine Lust hat. Was kann ich tun? Okay. Hello, I am a robot. Driving. This is the color yellow. I have a button in this color too. So, fuck, falsche. Entschuldigung, falsche Sprache. Ich fluche sehr gerne. Ich erzähle euch jetzt, was wir da reingesteckt haben. Und zwar basiert das Ganze auf einem Raspberry Pi, einer JBL Soundbox 2. Tolles Teil das. Und wir haben das Ganze in Python programmiert. Wie ihr gerade festgestellt habt, es ist weit von optimal entfernt. Wir hatten jetzt gerade das Problem in den letzten 20 Minuten, in dem wir das Ganze zusammengebaut haben. Uns ist ein Motor ausgefallen und der andere ist zu schwach, deswegen hat sich nur ein Reifen gedreht. In späterer Zukunft soll das Ganze im Endeffekt Bibliotheken interessanter machen. Da, also der Plan war ursprünglich, ein paar Gadget-Funktionen einzubauen, unter anderem der Versuch, ein Mikrofon einzubauen, dass er über einer bestimmten Lautstärke einfach pscht, pscht zu rufen. Wenn man so an dieses verrückte Bibliothekar-Klischee aus Filmen denkt, ist das das, was irgendwie jeder kennt. Genauso wie eine verwirrte oder irre Funktion dahingehend, dass er eigentlich zufällig auswählen sollte, auf Knopfdruck, dass er bei einer Funktion einfach zusammengestückelt Text von sich gibt, der jetzt nicht zwingend Sinn macht. Wie ihr gesehen habt, ist das Ganze noch nicht optimal, aber wir haben uns dazu entschieden, bewusst ihn aus Pappe zu bauen, um einen Umweltgedanken reinzubringen. Außerdem macht das Ganze personalisierbar, das heißt zum Beispiel, man kauft nicht nur DBEP und hat dann DBEP in der Bibliothek stehen, sondern man kann zum Beispiel die Kinder des Ortes einladen oder kann man ihn zusammen gestalten und ein bisschen draufmalen. Einfach um das Ganze, um den Menschen einen direkten Bezug zu diesem eher abstrusen Roboter zu bieten. Und man kann diesen Roboter eben nicht nur in Bibliotheken benutzen, sondern auch zum Beispiel in Museen, wo er dann eine kleine Führung macht. Was jetzt aber nicht der Fall ist, dass der jetzt irgendwie Arbeitsplätze wegnimmt, weil das ist ein winziger Roboter und der kann eigentlich nur rumfahren und schauen, wo es ist, aber es muss halt immer ein Mensch dahinter sitzen und schauen, dass er auch wirklich nicht hängen bleibt oder wie gerade eben nicht spricht und so. Er soll vor allem auch Bibliotheken weiter möglich machen. Ich denke nicht, dass es viele junge Menschen gibt, die unbedingt Bibliothekar werden wollen. Ich fände das toll, aber ich bin sehr allein, ich bin ein seltsamer Mensch. Und im Endeffekt soll es Bibliotheken erhalten und für die junge Generation interessanter machen, indem es diesen neuen Aspekt gibt. Das ist DBEP. DBEP. Applaus für Leonie und Elia und DBEP. Ich darf euch bitten, direkt abzubauen, damit die nächste Gruppe aufbauen kann. Es geht hier Schlag auf Schlag weiter, aber kommt noch mal kurz her, wenn ihr soweit seid. Gebt mir das Mikro vielleicht kurz. Dankeschön. Leonie, warum habt ihr Hardware und Software gleichzeitig verwendet? Das ist ganz schön viel Aufwand. Wie schnell habt ihr euch dafür entschieden? Eigentlich überhaupt nicht schnell. Wir wollten ehrlich gesagt am liebsten dieses runde 3D-gedruckte Objekt aus Star Wars bauen, das durch die Gegend fährt. Und dann dachten wir, okay, nee, das wird nichts. Aber ich finde es spannend, Technik in beide Richtungen zu erleben und im Endeffekt beide Aspekte zeigen zu können und nicht nur Screenshots. Ich finde es krass, dass ihr das beide in einem Zweierteam geleistet habt gerade, allein die Idee und das Prototypen hinzustellen. Wie viel Erfahrung hattet ihr denn schon mit Programmieren und Basteln? Oder? Also ich habe bisher tatsächlich mit Calliope was gemacht, halt so mit einer Blocksprache und ich habe auch ein ganz klein bisschen auch Text versucht zu schreiben. Hat nicht wirklich immer geklappt. Aber naja, ich hab halt gern Calliope schon programmiert. Und ich hatte keinen Plan. Ich habe gestern bruchstückehaft Python gelernt. Ich muss mich nochmal bei unseren Mentoren bedanken.
Danke Noah, danke Adrian, danke Anne, ihr habt uns total geholfen. Wir hätten es alleine schlicht und einfach nicht geschafft. Das ist ja auch der Sinn von einem Hackathon, hier was zu lernen. Danke Elia, danke Leonie. Wir machen direkt weiter mit dem nächsten Projekt.